Herr von Junst? Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Herr von Junst? Ne. Ich denke, ich habe euch ein Geständnis zu machen. Kommt herein und lasst uns reden. Ne. Was? Folgt mir bitte. Was hat das alles zu bedeuten, Herr von Junst? Ja, das wüsste ich auch gerne. Nur Geduld. Wir können hier nicht ungestört reden, also folgt mir nun. Ihr müsst wissen, in den Jahren meiner Tätigkeit als Beschreiber des Okkulten habe ich mir so einige Tricks abgeschaut. Ne. Was? Geil. Wer bist du denn? Wer soll denn das bitte sein? Nun, das ist ein altes Porträt. Ihr meint, das seid ihr in jungen Jahren? Okay, keine weiteren Fragen. Bevor wir mit dem alten Kanaka reden, erstmal umschauen. Ausländische Titel. Kultus... Was? Kultus des Ghules. Ah ja. De Fermis Mysteri. Kitab al-Asif. Was auch immer. Die Geisterjäger. Haus der tausend Leichname. Der Hexenhammer. Armee der Finsternis. Das Herz der Dunkelheit. Die Totenkopfinsel. Das Buch des Aibon. Die namenlosen Verse. Beschwörungen. Der Unhold aus dem Grabe. Die Männer in Schwarz. Das Kaki-Dreieck. Ist ja sehr interessant. Und was hat das alles zu bedeuten? Herr von Junst, was hat dies alles zu bedeuten? Sprich mir doch nicht immer alles nach. Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe meinen Tod vorgetäuscht. Ah, ich erinnere mich. Malto, Stufe 3, 37 erreicht. Ha, so weit war ich auch beinahe. Aber wie und weshalb? Ich benutzte einen gewissen Trank, welcher den Körper in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Er wird oft in Tragödien erwähnt. Aber zum Grund meines Entschlusses, ich wollte meinen Häschern zuvorkommen. Was? Ich schreibe an einem wichtigen Buch, Herr Grindy. An einem wahren Magnum Opus. Von unaussprechlichen Kulten ist viel weniger Fiktion, viel weniger Roman, als es meine anderen Werke bisher waren. Es ist eine Art Standardwerk der finsteren Kulte und Rituale, ein Kompendium des dunklen Wissens. Und wer will sie deswegen töten? Ein wütender Lektor oder sowas? Die dunklen Mächte selbst haben schon lange Zeit auf mich abgesehen. Ich wusste, dass bald eine Gesandte kommen würde, um mich zu töten. Und wieso habt ihr euren Plan gerade jetzt in die Tat umgesetzt? Ich meine, euren Tod vorzutäuschen. Ihr müsst mich verstehen. Das Haus ist voller Leute, die einen guten Grund hätten, mir den Gar auszumachen. Und dann kommen angebliche Bekannte eines lang verschollenen Freundes an meine Tür und bringen den Sohn des dunklen Gottes mit. Außer Derlet weiß niemand von meinem Plan und ich möchte es dabei belassen. Tot bin ich sicherer als lebendig. Wenn man es so betrachtet, macht das irgendwie Sinn. Aber nun vertraut ihr uns? Ich denke nicht. Ich wäre leichtgläubig. Ach so. Nein, denkt nicht, ich wäre leichtgläubig. Allein, ich sah, welche Mühen ihr auf euch nahmt, um meinen Mörder zu finden. Und das... Achtung, niesen. Oder auch nicht. Und das gemahnt mich an den guten Dankwart. Ich begann, euch eure Freundschaft zu ihm zu glauben
und ich fasste Vertrauen. Denn ich brauche eure Hilfe. Hilfe? Wofür benötigt ihr uns denn? Ihr sollt die einzige Person unschädlich machen, die ich außer euch in Verdacht hatte, den wahren Gesandten des dunklen Kultes. Und um wen handelt es sich dabei, Herr von Junst? Frau Serena. Was? Es ist kein Zweifel möglich. Ich machte bei ihr wie bei euch das phorische Zeichen. Sie ist eine Getreue des Bösen, Grandy. Euer finsterer Begleiter wird es, so die Geschichten stimmen, bestätigen können. Frau Serena trägt den Makel der Finsternis mit sich. Oh nein, Tarius! Wie? Wir müssen sofort zu ihm, er ist womöglich in schlimmer Gefahr. Sag nicht, der junge Mann ist bei ihr. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Beeilt euch, holt ihn her, vielleicht kann ich noch etwas tun. Tarius, mein alter Knabe, was hast du da getan? Wo war die? Hier? Ach ne. Entschuldigung. Verdammt, wir sind zu spät. Sie sind beide verschwunden. Lass uns schnell zurück zum Herrn von Junst. Vielleicht ahnt er, wohin sie verschwunden sind. Erstmal umschauen. Oder haben wir das schon? Was mag das wieder für eine schreckliche Kreatur sein? Wenn man ihn kennt, ist er ganz in Ordnung. Achso. Gut, gehen wir wieder. Auf zum Junst. Ja, da durchs Bild. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich sehe euch ohne euren jungen Freund zurückkehren. Was ist geschehen? Serena hat sich mit Tarius aus dem Staub gemacht. Was weiß ich, wie sie ihn behext hat, damit er ihr folgt. Die Liebe ist ein harter Gebieter, vor allem, wenn man das erste Mal von ihr kosten darf. Ihr kennt diese Frau doch. Wohin könnte sie gegangen sein? Sie hat doch sicher eine Unterkunft. Die Straße runter bis zum Brunnen. Es ist das einzige Fachwerkhaus direkt am Platz. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Ja, das hoffe ich auch. Und ich befürchte, wir haben seit langer Zeit den ersten Kampf. Oh, es ist Nacht. Oh. Okay, warte mal. Das Fachwerkhaus war da unten. Nein, hier nicht. Ach so, vielleicht meint er das hier. Yes, jetzt hat ein Duster. Soll ich Licht machen? Dann kannst du auch gleich die Trommel auspacken und dein Lied anstimmen. Au ja. Okay, erstmal umschauen. Aber es ist dunkel. Ich sehe nichts. Na gut. Die Tür gehört mal geölt. Da war was. Du machst mich noch ganz kirre! Entschuldigung. Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein. Oh nein. Oh nein. Sag doch was, kleiner Bruder! Er ist tot. Aber das darf nicht sein! So darf es nicht enden! Nicht auf diese Weise! Wir müssen weiter, Libra. Die Frau kann doch nicht weit sein. Dann geht sie doch suchen, ihr zwei! Vergisst meinethalben noch mehr Blut, als sei nicht schon genug geflossen. Malto hat recht. Wir können jetzt nichts für ihn tun, als zu verhindern, dass seine Mörder noch weitere Untaten verrichten können. Schnell, es ist noch jemand im Haus. Reiß dich zusammen, Libra! Ist mir schon klar, dass du an diesen Anblick gewohnt bist. Für dich ist das sicher was ganz Alltägliches, aber ich bin noch nicht so weit.
reiß dich gefälligst zusammen. In Ordnung, bleib bloß nicht bei Tarius. Hör mal. Komm. Wer erinnert mich denn die ganze Zeit daran, dass wir eine Aufgabe zu erledigen hätten? Wenn du also die harte Frau bist, die du sonst so raushängen lässt, dann hör's auf zu flennen und komm mit. Du hast recht! Zeigen wir's denen! Geht doch. Kann ich hier sonst noch was? Nein. Okay. Attacke! Wo sind sie? Jetzt gibt's auf die Fresse. Hallo? Verarschen? Ach da! Papiere! Na dann mal los. Alle auf einmal. Der Meister wird zufrieden sein. Oh yeah. Jetzt gibt's Fratzengeballer. Was haben wir denn Schönes? Platzierter Angriff. Das klingt gut auf Serena. Maltur macht... was kann der denn? Hölle und Verdammnis gegen einen Gegner. Die unterdrückende Kraft der Finsternis. Bäm. Libra, hau doch mal. Göttlicher Zorn gegen einen Gegner. Ein Sternschauer, genau. Und das ist ja nicht sehr effektiv gewesen. Ich trink mal heimlich was. Alter. Der platzierte Angriff war schon gar nicht so schlecht. Verdammt, es hat mir auch sehr gut gefallen. Entladung negativer Energie. Reine Finsternis vernichtet den Gegner. Ich versuche mal einen Düsterblitz. Hat nicht so wirklich nicht so ganz funktioniert. Na gut. Meine Güte, der räumt auf, ey. Oh. Platzierter Angriff und Verfall und Libra macht Hagel. Feuer. Entschuldigung. Ja, Feuer ist ganz gut. Okay, das gleiche nochmal. Das hat mir gut gefallen. Oh, ausgewichen. Mist. Was? Okay. Warnfried hatte recht. An euch ist mehr dran, als das Auge sieht. Ergebt euch oder spürt meine Klinge. Dafür müsst ihr mich aber erstmal kriegen. Na, warte. Ja, komm schon. Wo will die Alte denn hin? Das darf nicht wahr sein. Die entwischt mir. Oh, blöde Katze, geh weg. Hilfe! Ich weiß nicht, wo sie ist. Nein! Wenn die Diener des Bösen eins können, dann ist das Rennen. Die holen wir nicht mehr ein. Und was sollen wir jetzt tun? Na, was wohl? Wir suchen diese Buhle des dunklen Gottes. Irgendwo muss sie sich verkochen haben. Das wird eine lange Nacht werden. Na toll. Ich habe da eine Idee. Wir konnten ja hier oben bisher nicht rein. Ich vermute mal, dass sie sich hier aufhält. Hallo? Nein. Da ist niemand drin. Boah, wo kann die denn sein? Na toll, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen hier. Hallo. Besser nicht, die scheinen ja schon zu schlafen. Ja, Alter, geh doch da rein, vielleicht ist sie da.
Teil hat keinen Eingang. Hier vielleicht? Nein. Wie sieht's hier aus? Wendy, ich glaube nicht, dass Serena hier reingegangen ist. Mist. Vielleicht? Nein. Auch nicht. Oh, das darf nicht wahr sein. Wo sind die Alte jetzt? Hallo? Nein. Bei der Ollen hier? Auch nicht. Beschlossen. Willi, wohin willst du? Das Stück ist in die andere Richtung gegangen. Achso, Entschuldigung. Okay, da scheint sie nicht zu sein. Vielleicht hier hoch oder so. Ach, natürlich, die Villa. Na klar, jetzt ist hier offen. Hallo? Fledermaus war... Oha. Ja, okay. Ich probiere mal den klassischen Rundumschlag. Und die Verdammnis, Libra muss jetzt mal ein bisschen heilen. So eine Allheilung. 80 LP für die ganze Gruppe ist wenig. Das hat ja nicht zu viel gebracht. Mist, 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 Mist. Ich muss die Fledermäuse loswerden. Mal sehen. Malto hat nur noch ganz wenig Astralpunkte. Das ist gar nicht gut. Haben wir denn noch... Haben wir noch? Au, haben wir noch? Dann immer rein damit, Maltur. Hau weg, die Scheiße. Mist. Und Libra versucht es mal mit einem Flammenschlag. Ja, das sieht gut aus. Jawoll. Naja, einen Fledermausschwaben ist zumindest schon mal weg. Und das ist der nächste. Ach nö. Oh, Granny ist fast tot. So, dann hau mal deine Verdammnis raus, Alter. Und hier, Libra Flammenschlag. Na, das bringt ja nicht so viel. Mist. Ah, das sieht besser aus. Boah, die halten aber ganz schön was aus, die Vampire. Solarplexus hier. Vampiresse. Ach, guck an. Libra, mach mal Feuerball auf Vampir. Vielleicht bringt das mehr. Weg. Geil. Nein, hat nichts gebracht. Aber das. Wunderbar. Ja, 1345 Taler gefunden. Freue ich mich. Was wird eigentlich aus diesen Biestern? Auf Schloss Düsterburg sind wir auf Vampire getroffen. Auf Schloss Düsterburg haben wir Vampire getroffen, die wir mit unseren Waffen nicht besiegen konnten. Das waren entweder Blutsauger aus Manfreds Brot oder sehr alte und mächtige Vampire. Das hier hingegen sind mindere Vampire. Sie vergehen in einem Meer aus Flammen und Gestank und landen direkt in den Knochenmühlen des dunklen Gottes, den sie so sehr verehren. Ich vermute, diese Vampire hier wurden von einem Boten Warnfrieds geschaffen, als Leibwache, für den Fall, dass seine Pläne mit Düsterburg fehlschlagen. Aha, wir schauen uns hier mal eben um.